Nun, wir beginnen mit dem Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise mit seiner Abstammung. Er ist sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sohn von Abdullah, Sohn von Abdul Muttalib. Weiß jemand, wie es weitergeht? Der nächste Großvater? Hashim, Sohn von Hashim. Der nächste Großvater? Abdu Manaf. Und das ist der Sohn von Qusay. Und das ist der Sohn von Kilab ibn Murra, also Sohn von Murra. Sohn von Ka'b. Der Sohn von Lu'ay. Der Sohn von Ghalib, der Sohn von Fihr, der Sohn von Malik, der Sohn von An-Nadir, der Sohn von Kinanah, der Sohn von Khuzaimah, der Sohn von Mudrikah, der Sohn von Lias oder Ilyas, da gibt es zwei Arten, wie man das ausspricht, der Sohn von Mudar, der Sohn von Nizar, der Sohn von Ma'id, der Sohn von Adnan. Das ist die Abstammung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo sich die meisten darüber einig sind. Oder die Abstammung, die bekannt ist. Dann ab Adnan bis zu wem? Wer ist der Nächste, wo man sich sicher ist? Ismail alaihi salam. Da haben wir keine authentischen Überlieferungen, wer nun tatsächlich die einzelnen Großväter sind, also Urgroßväter. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber eins ist sicher, er, also Ar-Rasul sallallahu alaihi salam, gehört zu den Nachfahren von Ismail alaihi salam. Und das ist ein Sohn von, oder der Sohn von, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Also ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam der Nachkomme von Ibrahim alaihi salatu wassalam.